So. Wir sind zurück. Genau an der Stelle, wo wir gestern aufgehört haben. Unglaublich. ja, wir müssen mal mindestens 3 Schalter finden in dieser Folge. Und ich probiere, mich zu beeilen, damit wir ein bisschen vorankommen. Da haben wir, glaube ich, schon einen. Let's go. Ich hoffe, der Sound passt jetzt, weil gestern, denke ich mal, war das Mikrofon noch umgestellt. Aber so langsam pendel ich mich, glaube ich, ein. So, der erste ist da. Armlos. Oh, hier ist eine tolle Tür. Aber einige ganz schön aggressiv da unten. Ne? Besser ist das, dass er nicht am Mutieren ist hier. Bruder! So. Hier runter müssen wir wahrscheinlich in die... Oh. Da ich hab Bock drauf. So. Hier ist ein Abschlussfight. Da wir unser Schwert schon ein bisschen aufgestellt haben, auf den Schlagstock, kann es hier irgendwie fast keine mehr. Erstaunlich gut geklappt. Bin ja beeindruckt. So, jetzt gehen wir weiter hier. Hier ist der Schalter Nummer 2. Ich dachte, das wird so eine Aufgabe von... Ich bin doch so Bioshock gewöhnt. Fehlt noch eine. Wo, wo so eine Schalterbatterie eine Stunde spielen ist. Ich dachte, das müssen wir 20 Minuten Gegnerwellen aufhalten und so fahren. Aber bis jetzt ist es noch ganz okay. Mindestens schon was mit dem Z-Schlagen. Loot. Und hier noch jemand drin. Das ging doch easy peasy. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir den Crazy Hardcore Verlauf durchspielen und euch das tatsächlich interessiert, dann dann müssen wir auf jeden Fall dieses Gravitations Armstück ein bisschen upgraden, weil das ist ja immer mega OP. Hier gibt es ja überall so eine Gitter.
Hier sind wir reingekommen. Ja. So. Dann müssen wir auch mehr mit diesen kleinen Flaschen arbeiten, die wir dann drauf werfen. Aber wir haben ja sowieso demnächst den Diablo Grind, falls da jemand Bock drauf hat. Ich denke mal, dass ich da dann auch wieder am Stream bin. Es ist ein bisschen eingeschlafen, seitdem ich nicht mehr so unglaublich aktiv bei Valorant am Start bin. Ich mehr Counter-Strike spiele und ja, Spiele, auf die ich Bock habe. Jetzt ist es hier alles super dunkel. Das Kabel läuft da dann. Ich glaube, wir müssen irgendwie auf der anderen Seite die Leiter hoch, kann das sein? Hier oben ist bestimmt der Schalter. Ja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf meinen neuen PC. Ich weiß noch nicht, bin nicht sicher, wann alle Teile zusammen eintreffen. Aber es dauert wie immer ewig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, erstmal einen Kaffee. Der Strom ist an. Jetzt zurück zum Bahnsteig. Das hört sich doch gut an. So. Der sieht sehr vertrauenserweckend aus, der Reaktor hier. Aber, ja. So, zurück zum Bahnsteig. Gibt es hier eine Abkürzung mittlerweile? Ich denke mal, dass wir hier runter dem Kabel folgen müssen. Faker, bist du da? Die Kolonie hat wieder Strom. Ich verstärke das Signal. Ja, ich kann dich hören. Oh. Ich komme jetzt zur Kolonie. Ich melde mich, wenn ich da bin. Muss jetzt leise sein. Vorsichtig. Bis gleich. Ja, jetzt spawnen wir schon wieder 3000 Viecher. Das heißt, wir werden einfach durchschleichen. Hat der jetzt nicht so Bock drauf. Einfach dem Kabel hinterher. Hier nicht so runterfallen. Schnell weg, schnell weg. Die habe ich nicht gesehen. Alles gut. Ich lasse auch die kleine Kiste da oben stehen, die ich da oben gesehen habe. Das ist eh bestimmt nichts super Wichtiges drin. Ob wir ein Stück rennen können? Wir schleichen jetzt einfach an dem Kabel weiter. Nee, lieber doch nicht rennen. Das Spiel ist so crazy, Mann. Oh. Bruder. Zu berühren brauchen wir auch nicht, ja. Das hat ja mehr Sinn, ne? So. Na gut. Einen haben wir mal mindestens aus dieser. Was hier? Ne, hier ging's rein, ja. Stimmt. Ich erinnere mich. Sonst ist sogar noch sein Licht, ist ja gerade sogar noch an. Habe ich ja vorhin gar nicht gesehen, den Typen. Tatsache. Habe ich nicht gesehen. Unglaublich. Guck mal, ob wir was zum Leben auffüllen. Tatsächlich. Sieht doch schon. Können wir alles liegen lassen, ne? Achso, hier waren wir ja relativ beschäftigt, als die Kollegen uns. Oh mein Gott. Hallo. Was geht denn los?
Wolfgang. Gib mir Kalisto-Kredits. So, ich weiß nicht, wie durch. Was war das für ein Skript gerade hier? Aber egal, wir sind wieder zurück, nachdem wir den schönen Schaltern angeschaltet haben. Ups. Können wir mal schauen, ob wir uns hier was leisten können. Auswahl treffen. Alt. Ich weiß nicht, was man da wird. Der Entschlüssler. Elf Shotgun-Schuss. Den anderen Quatsch benutzen wir sowieso eigentlich nicht. Aber auf jeden Fall das Inventar frei und können wir uns jetzt mal mit 1200 was gönnen hier. Am besten, nee, Schlagstock haben wir jetzt ja jedes Upgrade gekauft. 2700. Der Schadensupgrade. Ich glaube, wir sparen auf den Nahkampfstick. Das wäre ganz nice. Weil, ich denke mal, voller Schaden mit Überspannung klingt ganz gut. So. Sammeln wir jetzt ein bisschen Stuff, verkaufen das. Jetzt sind sogar hier alle Kisten offen. Das ist so wie Bossfight. Also ein Vor-Boss-Raum. So kommt es mir hier auf jeden Fall vor. Wir lassen uns mal mindestens überraschen und gehen jetzt nochmal kurz zurück verkaufen. Ich glaube, die wollen uns dieses Upgrade umsonst geben. Ich laufe jetzt nochmal ein bisschen hin und her. Wie gesagt, ich hoffe, der Sound passt jetzt langsam. Die UJC steht dir zur Seite. So, wir haben zweimal Leben, 10 bringt das. Ich verkaufe jetzt hier den Schlüssel, wo man uns braucht. Revolver-Munition, darüber ist eh Pupu. Jetzt brauchen wir das 700. Jetzt hoffen wir mal auf die zwei an Kisten. Dass wir da noch ein bisschen Kram rauskriegen und nicht nur die 10er Sicherung oder was das sein soll. Super, das ist ein Akku. Das sieht doch schon mal besser aus. Ich hoffe, die Munition bringt ein bisschen was. Ansonsten verkaufen wir noch einen Stack Shotgun-Munition. Bin mir gar nicht so sicher. So. Gegenstand auswählen. Na super, das sind 10. Das wird knapp. 4, 5, 6. Doch, wenn ich den ganzen Quatsch verkaufe. Wir brauchen ja eh im Moment keine Muni. Hoffe ich natürlich. So, jetzt haben wir tatsächlich geschafft, das Upgrade. Können wir uns jetzt gönnen. So, Schadensupgrade. Let's go. Maximaler Schaden. Die unbefugte Verwendung dieses Drucks wird in Ihrer Arbeitsakte vermerkt. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Oh, ein illegaler Druck. Okay, maximaler Schaden. Let's go. Lass uns überraschen, was jetzt kommt hier. Hier wird tatsächlich alles mitgenommen, oder? Ja. Also, den Schalterchen drücken und dann geht's los. Wie lange haben wir noch? 14 Minuten sind wir drin. Abfahrt Richtung Frachtumschlagzentrum. Es geht los! Nächster Halt. Arcus Station. Jetzt mal deinen Helm auf. Ja.
zum Verstecken bringen muss. Ich dachte, ich kann nicht sehen. Ich denke mal, ich hätte euch voll heilen müssen. Sind wir nicht so glücklich darüber? Ja, sind wir nicht. Okay, erstmal voll heilen. Das habe ich natürlich total vergessen. Aber es, noch, nee, jetzt müssen wir den ganzen Quatsch nochmal verkaufen. Das ist ja Pupu. Die UJC steht dir zur Seite. Dann verkaufen wir alles einfach gleich. So, da müssen wir nur einmal rausgehen quasi. 300. Also bis jetzt haben sich mir die Waffen-Upgrades und so weiter noch nicht wirklich erschlossen, weil Pistole und so weiter ist alles super uneffektiv gegen die Viecher. Ist es diesmal nur Revolver-Munition drin? Vielleicht geht ja der Revolver besser. Weil mindestens Gesundheit. Jetzt wird diesmal gleich geheilt. Nicht, dass wir das vergessen. Der muss ja schon eine vernarbte Stelle am Hals haben, so oft wie wir Medikit benutzen. So, eine Sache verkaufen. Auswahl treffen. Shotgun. Inventarplatz 2. Jawohl, da sind wir wieder. Fehler. Was bringt das hier eigentlich? Angreifende Gegner. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen Genickbruch. Ja, da ist mir der Schaden am liebsten. Den Rest kaufen wir auf jeden Fall auch noch. Danke, Arbeiter. Aber leider verändert sich die, also so rein visuell gar nicht. Gegenstand, ich glaube, es ist der Strom oder so rot. Ich muss es gleich mal beobachten, aber es wäre cool, wenn sich das über Dead Space immer verändern würde. Aber ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Das heißt, wir laden jetzt hier mal die Shotgun-Muni rein. Und los geht's. Auf ein neues. Ist auch lustig, wenn ich speichert. Können wir das normal? Wir speichern mal hier. Abfahrt. Das nicht Richtung machen. Frachtumschlagzentrum. Es geht los. Nächster Halt. Kann man ja bestimmt auch da reinwerfen. Ne? Ja. So easy. Easy. Let's go. Es können auch 100 kommen, ne? Uns nicht wegbewegen sollen. Ich ziehe jetzt mal hier.
Können wir den eigentlich sofort wieder abholen? So schön, wenn man beschäftigt ist, dass man keinen Schaden bekommt. Das ist ganz cool. Ich weiß nicht mal, wie lange es gedauert hätte, ich keinen Schadensabfall gemacht, ja. Oder? Gott sei Dank können wir noch so ein Ding. Sehr schön. 20 Minuten drin. Ja, der erste Angriff ist noch richtig assi. Weil die müssen ja dann hier schon so richtig dodgen. Bitte von der Tunnelwand fernhalten. Ein bisschen eben gab's jetzt so. Achtung, Bedienende müssen jederzeit Schutzkleidung tragen. Jetzt machen wir doch, ne? Gut. Let's go! Oh mein Gott. Hatte ich nicht gesagt, wir brauchen keine Munition mehr? Ich denke mal, dass wir tatsächlich sie doch brauchen könnten. Erreichen den Zielbahnhof. Wir erreichen Arcus Station. Was ist das? So. Das war mal mindestens ein sehr intensiver Fight. So, jetzt sind wir an der Station angekommen, endlich, nach gefühlten 1000 Jahren. Für euch hat sich das wahrscheinlich nicht so angefühlt, weil hey, was haben wir hier? Eine Schlüsselkarte. Prisoner. Was war hier das? Hallo? Die Kolonie. Let's go. Dani, ich hab's geschafft! Super. Wo bist du? Eine Art Wartungstunnel. Ich bin auf der anderen Seite. Geh einfach weiter. Du bist fast in der Kolonie. Achso, ich dachte, wir können mal aufmachen. Ja, das war doch sehr intensiv eigentlich. Ich glaube mal. Audio-Log.
dass wir jetzt in der Kolonie die nächste Folge zusammen basteln. Geht's hier nicht hoch? Doch. So, ich würde sagen, die Kolonie sehen wir uns einfach das nächste Mal an. Da wir die Zugfahrt so genossen haben. Schauen wir mal, wie wir beim Schneiden rauskommen. Auf jeden Fall, ja. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Bye.